Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Heute möchte ich wieder einmal in das Nest hineinschauen, dieser kleinen Kaninchenbabys. Ihr seht das hier so ein Stück weit vielleicht schon auf eurem Display, das Bewegen des Nestes, was ja als erster Anhaltspunkt dafür da ist, dass es alles lebendig dort ist, was ja auch als sehr positiv dann auch zu bewerten ist. Ihr seht, das Nest ist auch hier wieder ordentlich besudelt. Ich werde das heute jetzt erstmal noch nicht sauber machen. Ich habe das jetzt gefühlt vor 2-3 Tagen erst sauber gemacht und schon sieht das auch wieder so aus. Ich werde die Dame jetzt gut hier mit Essen versorgen. Dann werde ich mir mal einen Überblick über ihre Jungtiere verschaffen. So, jetzt hat sie hier ordentlich was zu essen. Heute gibt es Kohlrabi-Blätter hier, das mögen die ganz gerne. Karotten und so ein bisschen Kohlsalatmäßiges, irgendwie so etwas. Von daher kann sie sich jetzt hier gut stärken. Und in der Zeit werde ich quasi den Moment der Ablenkung des Essens werde ich jetzt nutzen, um mir mal ihren Jungen anzugucken. Heute sind die Jungen 10 Tage alt. Man munkelt ja, dass mit 10 Tagen in etwa die Jungtiere auch ihre Äuglein öffnen. Mal gucken, ob es schon soweit ist oder ob die vielleicht noch ein bisschen was brauchen an Zeit. So, dann gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Die sind schön groß geworden hier schon. Die Kleinen, ziemlich groß auch. Ich bin mal gespannt, wann sie das erste Mal aus dem Nest herausgehen werden. Die haben sich schon gut entwickelt. Zack. Hier sehen wir sie, die kleinen Racker. Die Äuglein scheinen sie noch nicht geöffnet zu haben. Aber die sind schon ordentlich groß geworden. Wenn du das mal so siehst hier mit 10 Tagen, schon nicht schlecht. Ja, es macht schon einen Unterschied, ob sie jetzt nur 6 Kinder hat oder 10. Ne? Dann bekommen die auch mehr Muttermilch ab. Das heißt, dass sie sich auch sehr viel besser entwickeln können. Also hier sehen wir schon richtige Prachtexemplare sozusagen. Bin mal gespannt, wann sie das Nest hier verlassen werden. Wann sie eigenständig Nahrung aufnehmen werden. Also ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Hier sehen wir auch unterschiedliche Farbgeschichten hier auch. Hoppala, nicht, dass sie hier rausspringen, das wollen wir ja nicht hier, ne? Die sind da ja mal ziemlich spontan mit ihren Zuckungen, hätte ich fast gesagt. Hier sehen wir eine ganz in schwarz hier und dann ein paar, die wohl so ein bisschen nach Mutter angehen hier von der Farbgebung. Und halt auch ganz dunkle hier zwei Stück. Oh, hier ist echt Action hier gerade im Nest. Will ich auch nicht weiter stören. Hat er hier schon seine Augen auf? Ne, sah so ein bisschen danach aus. Also kommt noch die Tage, die haben ja noch ein bisschen Zeit. Von daher ist alles soweit in Ordnung. Sind schon ziemlich groß geworden für ihr Alter. Das ist schon mal ziemlich gut. Das heißt, dass sie auch eine gute Milch hat, sie gut nährt. Von daher gibt es hier an der Stelle jetzt auch erstmal nichts auszusetzen. Klein. Mal gucken, ich bin schon sehr gespannt, was da von einem Männlein und einem Weiblein wird. Das hier hat auch irgendwie eine sehr interessante Farbgeschichte, irgendwie grau, grau-blau, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist aber sehr, sehr interessant, also ein ganz schwarzes ist es nicht, weil die hier hat, ups, die da drunter, die war ganz in schwarz, die haben hier eher so einen bräunlichen Ton. Aber das hier scheint wohl irgendwie in Richtung Grau-Blau zu gehen. Also sehr, sehr, sehr interessant. So, da drunter liegt nochmal das Schwarze hier. Ja, immer wieder eine tolle Sache, sowas miterleben zu können. Wie die Kleinen sich hier entwickeln. Wie sie sich dann machen. Also super spannend. So, ich mache das dann auch wieder zu. Ich will die jetzt noch nicht weiter stressen hier. Zack. Alles soweit jetzt geschlossen hier, damit sie auch nicht
erfrieren oder in einen Moment kommen, wo es ihnen vielleicht nicht ganz so gut geht. Da will ich nicht Schuld daran haben. Also man sieht, dass die Kaninchendame auch in das Nest hier hineingemacht, beziehungsweise das Nest ist ja hier, aber hier ist halt so der Bereich, ich sag mal, das Nestabteil. Das Nest an sich ist ja hier, aber das gehört ja auch irgendwie, also aus meiner Sicht zum Nest dazu. Das sieht sie wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber das soll jetzt auch nicht als negativ hier beurteilt werden. So, das scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Dann kann ich hier auch wieder alles zumachen. Hier geht das auch soweit ganz gut. Sie lässt sich jetzt auch immer schön streicheln hier. Auch eine ganz gute Geschichte hier. So, ich hoffe, dass die bald auch mal rausgehen, weil das ist dann auch wieder so der nächste spannende Moment quasi, wenn sie so das Nestlein verlassen. Ich finde das auch immer ganz witzig, ganz am Anfang, wenn sie noch ganz klein sind, dann jumpen sie, dann springen sie immer so kleine Sprünge, sage ich mal. Das sieht immer sehr, sehr witzig aus bei so kleinen Jungtieren. Und da bin ich auch immer sehr, sehr gespannt. Ja, wann lasse ich eigentlich die Kaninchen zu? Das war auch so eine Frage. Und ich habe im letzten Video, was heute Morgen tatsächlich um 2:30 oder 3:30 online gestellt worden ist, weil ich musste daran noch was machen. Und das hat ewig lange gedauert, bis die Bearbeitung dann fertig gewesen ist seitens YouTube. Und eine Frage vorher war auch gewesen, wann lasse ich die Kaninchen zu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in diesem Zusammenhang hier jetzt aktuell an dieser Stelle lasse ich sie relativ früh zu. Sonst versuche ich das eigentlich so mit 7 Monaten, dass ich quasi so das erste Mal sie zum Rammler lasse. Man sagt ja eigentlich, dass die großen Kaninchen, gerade so die deutschen Riesen, zwar relativ früh geschlechtsreif sind, aber dass man doch noch ein paar Monate länger warten muss. Aus der Literatur hatte ich irgendwo mal entnommen, mit 10 Monaten sind sie gut so weit, dass sie quasi von der Entwicklung her auch so gesetzt sind, dass sie quasi in die Zucht mit hineingenommen werden können. Ich habe ja hier eine Nutztierhaltung sozusagen und normalerweise fange ich so mit 7 Monaten an, und wenn ich ein Tier auch unbedingt dann auch haben möchte, was zur Zucht rein soll, und ich merke, dass sie mit 7 Monaten noch nicht so weit ist, dann lasse ich sie eigentlich auch noch ein Stück weiter reifen. Und auch mit 10 oder mit 11 Monaten, also wenn das ein Tier ist, was ich dann auch in der Zucht haben möchte. Wir hatten, oder ich habe vor 2 Videos, glaube ich, hatte ich ja mal eins hochgestellt, wo ich dann angekündigt hatte, dass ein Kaninchen quasi zur Zucht gelassen werden soll und das andere halt nicht. Das sind tatsächlich 2 Tiere, die ein Nutztierstempel aufgedrückt bekommen haben quasi von mir, und ich habe jetzt eine zugelassen zur Zucht, die andere halt nicht. Und auch sie hier ist ja aus Juni oder Juli, ich verwechsel das immer, also eigentlich auch gerade so die 7 Monate angekratzt. Für manchen ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh, wenn von meiner Seite her das Kaninchen es zulässt, dann sehe ich da eigentlich auch nicht so das Problem, auch in diesen Monaten quasi mit der Zucht auch zu beginnen. Wie ich schon gesagt hatte, ich hatte auch mal ein Kaninchen, das wollte ich unbedingt mal in die Zucht reinhaben. Dann habe ich mit 7 Monaten einmal es probiert, sie zum Rammler gelassen, sie wollte das dann überhaupt nicht. Dann habe ich noch 1,5 Monate weiter gewartet und dann war sie soweit. Dann war das auch alles super unkompliziert. Ich konnte sie einfach zum Rammler geben und sie hat es geschehen lassen. Hört sich auch immer so seltsam an, aber da war auch ihre Körperhaltung bzw. ihre Körpersprache auch so zu lesen, dass sie auch nichts dagegen hatte, sondern dass sie es in Ordnung fand. Und wenn das dann so ist, dass ich ein Kaninchen in die Zucht haben möchte und das nicht möchte, dann warte ich auch noch so ein bisschen.
So, ich hoffe, ihr fandet das interessant, die Entwicklung dieser kleinen Kaninchenbabys so ein Stück weit hier auch mit zu begleiten, mit zu sehen. Sonst würde ich vorschlagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dass ihr meinen Kanal abonniert. Schreibt gerne was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.